Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einem neuen Part der Feuerroten Lastlock Challenge. Im letzten Part haben wir die Island 1 betreten. Und in dem Part werden wir Island 1 weiter erkunden, Freunde. Bevor ich den Part jetzt beginne, möchte ich mich bei euch bedanken. Denn, Freunde, wir haben über Nacht die 400 Abos geknackt. Ein Abo-Special folgt, nicht nur eins, sondern mehrere. Also, ich habe da was geplant, mit jemand zusammen noch. Einige wissen das, andere nicht. Und lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Ich glaube, ab nächste Woche wird schon so ein erster Teil davon kommen. Freut euch auf jeden Fall darauf. Und ich würde sagen, es geht weiter mit diesem Team, Freunde. Ihr müsst euch aber Killer wegdenken. Denn Killer war im vorletzten Part, wurde von Pyro besiegt. Da wir aber nach Pyro direkt auf Island 1 gekommen sind, hatten wir hier keine PC-Dienste, konnten Killer nicht ablegen. Deswegen bleibt Killer in unserem Team, aber dürfen es nicht benutzen, dürfen nichts mit Killer machen, müssen es halt sofort ablegen, wenn die PC-Dienste wieder zur Verfügung stehen. Und ich glaube, wir haben noch die TM Flammenwurf, Feuersturm von Pyro bekommen und die werden wir mal Natsu beibringen, Freunde. Dann würde ich sagen, dann geht's auf und wir erkunden weiter die Island 1. Wo ist denn hier Feuersturm? Hier, perfekt. So, ich glaube da... Oh, Bedaki kann es sogar erlernen, Freunde. Wir vergessen Glut. Ja, wir vergessen Loot. Und Natsu erlernt Feuersturm. Perfekt, Freunde. Es geht weiter. Wir müssen Daki trainieren, Freunde. Wir sind ziemlich unterlevelt. Und let's go. Ibitak. Können wir vielleicht schon Daki... Sollen wir gegen Ibitak drinbleiben? Es ist mega riskant. Ich weiß, wir haben das Felsgrab. Und Ibitak, wir besitzen die Flug- und Normalattacken. Silberblick. Wenn zwei Felsgraber ausreichen, Freunde, es wird jetzt ein Init Minus bekommen. Und dann werden wir schneller als Ibitak. Komm, bitte mach über die Hälfte. Fuck. Sollen wir drinbleiben? Ich hab Angst. Wir bleiben drin. Geht daneben, nein. Furienschlag geht auch daneben. Komm, Freunde, wir bleiben drin. Furienschlag resisten wir. Aber wir sind auf minus 1 Verteidigung. Zweiter Felsgrab reicht leider nicht aus. Kann Furienschlag vielleicht nochmal daneben gehen? Nein. Okay, es macht 7 KP Schaden. Und trifft zweimal. Perfekt, Freunde, perfekt. Wir greifen jetzt mit Flügelschlag an. Schau mal, wie viel es macht. Step Flügelschlag. Spiegeltrick. What the fuck? Ah, Felsgrab reicht jetzt. Felsgrab trifft und es reicht. Perfekt, Freunde, wir besiegen Ibitak. Oh. Aber es ist mega riskant, hier drin zu bleiben gegen Ibitak. Und perfekt, Level 23, geil, geil. Wir haben mit Darky Level 23 einen Ibitak Level 36 besiegt, keine Ahnung mehr. Bekommen 4 Initiative, perfekt. Und sie geben Darky direkt einen Hypertrank, weil falls jetzt nochmal ein Ibitak kommt, nehmen wir die Herausforderung gegen Ibitak hier gerne an. Und schaut mal, Freunde. Panzer Level 42, Natsu Level 31, Level 38, Proto Level 43 und Daki Level 23. Wir sind total unterlevelt. Und ja, Werner wird nach dem Ponita benannt, was ich im letzten Part gefangen habe. Das wollte ich auch noch sagen. Sobald die PC-Dienste zur Verfügung stehen, werde ich Ponita holen, einen Spitznamen geben, Werner nennen und dann ins Team, glaube ich, nicht. Nur wenn Natsu sterben würde. So, unser erster Kampf hier in dem Part. Alles schmeckt großartig, wenn du in der Natur bist. Okay, also Gras und Blätter schmecken richtig großartig. Nidorino, da können wir in Shadow gehen. Da können wir in Shadow gehen und wir haben die Psychogenese drauf. Wir müssen Darky trainieren, Freunde. Wir müssen einfach Hornattack, perfekt. Oder sollen wir ein Psychogenese nicht verschwenden, weil wir es nur 5-mal haben? Nehmen wir auf Finsterfaust, weil ich meine, es kann uns nichts. Finsterfaust, ja, es kann uns gar nichts. Wir reifen hier mit... Wir haben ja noch Nachtnebel, ne? Also Nachtnebel würde 38 KP Schaden machen, weil wir Level 38 sind, glaube ich. So war das. Ja, dann reichen zwei. Ja, er kann uns gar nichts. Ich möchte nicht die Psychogenese verschwenden, Freunde, weil... Gleich erwarten uns noch Kampf- und Normaltrainer, soweit ich weiß, und... Entschuldigung. Boah, jetzt hau ich mit dem Knie gegen den Schreibtisch. So, Radikal. Ja, wir gehen zurück in Daki. Natsu auch nur Level 31. Also ich würde sagen, wenn wir Daki auf Level 30 gebracht haben, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir Natsu auch noch ein bisschen mehr trainieren.
Was machen wir? Hyperzahn werden wir resisten, aber das... Proto. Wir gehen den Proto, wir resisten den Hyperzahn, wir resisten die Verfolgung und passt schon. Hyperzahn kommt, trifft, aber den resisten wir und es... Ja, macht kaum Schaden, macht 12 KP Schaden. Funksprung? Glaube ich nicht, dass es reicht, aber ich meine, wir sind Proto, könnte reichen. Boah, Freunde. Verfolgung, okay, süß. Resisten wir natürlich. Wir gehen auf Ultraschall und das reicht dann. Sehr schön. Ja, Proto Level 43 zum Glück unser stärkstes Pokémon mit Panzer und müssen wir auf jeden Fall trainieren, Freunde. Uns bleibt nichts anderes übrig, als jeden Trainer auf der einen zu besiegen und auch jedes wilde Pokémon, das wir begegnen, zu besiegen. Und so trainieren wir halt ein Stück mehr. Sandara können wir nicht drin bleiben. Können wir. Nee, Steinhagel tut uns weh, ne? Ich will hier nichts riskieren gegen Panzer. Panzer hätten wir auch einen Hypertank geben müssen, eigentlich. Sandwirbel, okay. Nee, ich meine, Sandama ist physisch defensiv und tankt auch kein Surfer. Das tankt auf gar keinen Fall ein Surfer, Freunde. Step Surfer tankt es nicht. Nee. So. Spiel ist besiegt, ja. Tschüss. Schau mal, was es hier noch gibt. Ich glaube, eine Trainerin. Ja, perfekt. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht trainieren. Wer denn? Wer denn? Deine Pokémon, zeig uns mal, was du dabei hast. Ah, war das die mit, ja genau, mit Kikli und Nocturne. Jetzt Kikli und Nocturne, Freunde. Level 38, oh oh. Ich will hier nicht drin bleiben. Kampfattacken treffen uns normal und wir werden gefickt. Wir gehen in Shadow, weil Kikli kann uns erst treffen, Freunde, wenn es den, die Gesichter eingesetzt hat. Nein! Fuck. Turmkick killt uns. Und eine Psychokinese reicht auf gar keinen Fall, weil Kikli speziell defensiv richtig gut ausgestattet. Jetzt hätte ich gehofft, dass wir noch Killer hätten, aber nein. Wir gehen in Natsu. Scheiße, jetzt gehen wir erstmal in Natsu. Willenslaser. Gut, gehen wir jetzt auf Feuersturm, weil es kann uns definitiv nicht mit einem Turmkick treffen. Obwohl, Turmkick, es trifft jetzt jede Attacke, aber es kann uns nicht killen, ne? Wir gehen auf Feuersturm, hoffentlich, dass Turmkick kommt, trifft, aber es killt uns nicht. Ja, Feuersturm trifft zum Glück. So, und jetzt gehen wir zurück in Shadow. Warte dann, es brennt. Freunde, es brennt, perfekt. Perfekt, wir kriegen den Burn hier. Und jetzt gehen wir zurück in Shadow, jetzt kann uns das überhaupt nichts mehr, weil Gesicht ist wieder weg. Und jetzt... Oh, Freunde, wäre jetzt auf Turmkick gegangen, ne? Wäre da daneben gegangen, hätte er sich, glaube ich, jetzt selber besiegt. Aber okay. Verbrenntes Kikli ist halt nutzlos. Wir können hier auch nochmal auf Gigasauger gehen. Er macht dann sowieso nichts mehr. Und ich glaube, nach dem Burn reicht der Gigasauger auch aus. Reicht der nach dem Burn? Schön, dass du hier nochmal auf Gesichte gehst. Bringt dir aber nichts. Reicht es? Komm bitte. Nein, ein KP überlebt es. Komm nochmal Gigasauger. Wir brauchen die Psychokinese. Ich will es nicht nochmal extra zurück und dann nochmal hin. Oder brauchen wir den Gigasauger? Fuck, ich weiß es gar nicht. Weil hier gibt es ja auch Wasser-Pokémon-Trainer. Na gut, Nocturne. Wir gehen in Darky. Und ich weiß, dass Nocturne die Elementar-Punches kann, wie Eishieb und sowas. Und deswegen können wir mit Darky einfach nicht drin bleiben. Können nicht drin. Obwohl Eishieb ist ja Nee, Eishieb trifft uns, glaube ich, vier. Nee, zweifach effektiv. Nee. Gehen in Shadow. Auch wenn Eishieb kommt, ich weiß gar nicht, ob es Eishieb kann. Der Pisser wollte auf Himmelhieb gehen. Jene ist auch jetzt auf Psychokinese. Und das wird jetzt, glaube ich, wieder ein Turbit sein. Oh, okay, dann reicht. Feuerschlag, okay. Macht aber nichts. Und wir gehen auf Giga Drain. Und es müsste reichen, das müsste Nocturne weghauen. Und wir bekommen Erfahrungspunkte, Freunde. Kült, der natürlich nicht gemeldet hat, wer hat den Kült davor gebraucht? Darky Level 24, perfekt. Shadow auch gleich Level 39, perfekt, Freunde. Hier gibt's nichts mehr. Oh, da oben gab's einen Trainer.
Hallo? Habe ich beim Schwimmen nur eine Pause gemacht, um von dir herausgefordert zu werden? Ich weiß nicht. Hast du? Gut, auf geht's. Muschas, was hast du denn? Muschas und Austausch wahrscheinlich, ne? Oder Einzaun oder so. Da können wir aber safe in Protok gehen, würde ich sagen. Gigasaur haben wir jetzt weg. Ja, wir gehen in Protok. Killer, wie gesagt, dürfen wir nicht gehen. Killer ist eigentlich tot. Aurora-Strahl, okay. Was resisten wir? Keine Verwirrung. Oh, ich glaube, das macht Verwirrung. Ich glaube, Aurora... Was bringt dir Schutzschild, Mann? Ich hasse das, wenn es nichts bringt, einfach Schutzschild einzusetzen. Ich hasse das. Alter, er kommt durch. Double Protect hier. Ja, es bringt ihm das, dass es 2 AP Funksprung. Er wollte schon wieder auf Schutzschild gehen. Willst du mich verarschen? Zelos rastet hier gleich völlig aus, ey. Also, meine Nase tut mir irgendwie weh. Keine Ahnung, was da los ist. Austausch. Zurück in Darky. So, Darky, ja. Ist schwer zu trainieren, Darky, aber ich bin so stolz auf Darky, Freunde. Glaubt ihr gar nicht, so wie auf unser ganzes Team. Und schauen wir mal, wen wir als 6. Mitglied neu bekommen, ne? Vielleicht fangen wir jetzt noch irgendwie heute irgendwas Neues. Ich habe keine Ahnung, ich glaube den Glutberg, Glutweg oder sowas. Ne, da sind wir gerade, ne? Irgendwie gibt es hier, glaube ich, noch eine Stelle, wo wir neu fangen dürfen. Proto, komm. Und... Ich weiß nicht, ob der... Funkensprung reicht. Panzerschutz. Bringt dir einen Scheißdreck. Ja, ob der Funk. Reicht der Funkensprung? Ja, schon wieder Schutzschild. Schon wieder Schutzschild. Ich meine, Austausch ist physisch defensiv krass und Panzerschutz auch plus physisch Death und deswegen reicht auch der Funkensprung. Genau, Leute. Genau das meine ich. Oh, Darky 760. Krass. Schillock. Komm, wir bleiben drin. Scheiß drauf. Ich will mich nicht allzu lange hier mit diesem Trainer beschäftigen. Funksprung, tschüss. War das Level 35? Hätte fast einen Totschlag bekommen, ne? Hey, was? Du bist wirklich gut. Ja, dankeschön, dankeschön. So. Oh, ein Doppelkampf. Und 2 Kampftrainer. Genau das meine ich, Freunde. Sollen wir mit Darky drin bleiben? Ich hab Angst. Nee. Wir riskieren hier nichts. Wir geben Natsu und Hypertrank und trainieren hier Natsu und Shadow. Ich hab viel zu krasse Angst. Weil Darky ist einfach Level 4. Wäre jetzt Darky Level 30, das wär's okay. Aber so nicht. So nicht. Okay, let's go. Mein großer Bruder und ich sind ein grandioses was? Gespräch? Gespann? Keine Ahnung, was sie gesagt hat. Machschock und Rasav, Dirk und Heidi, alles klar. Typische deutsche Namen, Dirk und Heidi. So, Psychogenese gegen Machschock und ich glaube, dass die nicht Psychogenese nicht reicht. Deswegen gehen wir nochmal auf Flammrad gegen Machschock, oder? Ja, wir gehen auf Flammrad gegen Machschock. Boah, nur zum Fall, Freunde, wenn die... Sie reicht wirklich nicht. Krass. Krass, sie reicht und Energiefokus, ja, zum Glück. Na, und das gleiche machen wir jetzt auch mit Rasav. So, tschüss, Machschock. Kannst deine Vergeltung sonst wohin stecken. Und Natsu erreicht Level 32. Perfekt. Lernt aber leider nichts. So, Psychogenese und Flammrad auf Ding. Ich glaube sogar, die Psychogenese. Rasav ist nicht so bulky wie Machschock, oder? Okay, doch. Bulkiger als Machschock. Wir bekommen den Spezialverteidigungsdrop, der aber nicht meldet, Freunde, denn Flammrad hätte auch so gereicht. Ich meine, wir sind ein Natsu. Wir sind ein fucking Akani. Und gut, dass er gerade auf Geowurf auf mit Geowurf auf Shadow gegangen ist, weil ja, Akani hat es halt getroffen. Abgangsbund, Freunde. Abgangsbund ist eine richtig geile Attacke. Ich glaube, ihr kennt die Attacke Abgangsbund. Das Problem ist nur Abgangsbund. Ja, wird der Angreifer besiegt, gilt das auch für den Gegner, Freunde. Wenn wir Abgangsbund einsetzen, der Gegner uns dann besiegt, wird auch den Gegner gekillt. Aber, Freunde, es ist eine Nuzlocke. Und wir könnten Abgangsbund im Notfall einsetzen als Plan B sozusagen in der Pokémon-Liga. Meine, so, deswegen, hier. Entlernen wir Nachtnebel und erlernen einen Abgangsbund.
das können wir wirklich als Plan B, wenn wir keine Chance mehr haben und das Pokémon irgendwie zu besiegen, können wir halt auf Upgrade-Mode gehen und das Pokémon mit dem Tod reißen. Das wäre unsere letzte Lösung. Wenn wir echt Probleme bekommen in der Pokémon-Liga, ne? Das meine ich. Ich würde sagen, wir tun Darky wieder nach vorne. Kleide dich für einen Kampfwechsel, dieses unwürdige Outfit. Was? So unwürdig mein Outfit. Chili gerade mit Jogginghose. H&M Pulli von H&M, Freunde, merkt euch das. Also, nee, wir greifen nicht an. Vergeltung oder was auch immer kommen könnte, killt uns. Vor allen Dingen, wenn wir zuerst angreifen. Wir gehen in Natsu kommen. Feuersturm killt es. Ich hoffe. Überwurf. Was macht das? Alter, macht das viel Schaden. Nee. Wir gehen in Shadow, Freunde. Wir riskieren hier gar kein Pokémon. Wir haben Killer verloren. Eins unserer stärksten Pokémon, aber... Überwurf, Überkopfwurf oder so. Überkopfwurf kenne ich nur von Riolu. Zwei Psychokinesen haben wir noch. Ich glaube, wir fliegen gleich mal zurück. Reicht die? Komm, ja, perfekt. Psychokinese reicht hier gegen Macholo. Moschok. Ja, wir gehen zurück in Darky und dann wieder in Shadow, weil Moschok kann uns nichts aus. Das hat Gesichter, aber dann braucht er, wie gesagt, zwei Züge, um uns dann zu treffen. Beziehungsweise zu killen. Enrico, ja. Verfolgung kann es, glaube ich, auch nicht. Ne. Wird eh auf eine Kampfattacke gehen. Ja, perfekt, Freunde. Shadow ist so nice. Ich liebe Shadow. Hoffe wirklich, Freunde, dass wir die Pokémon-Liga schaffen und die Nuzlocke beenden können. Also, ganz schaffen, ne? Also, das ist... Weil nach der Pokémon-Liga Schluss habe ich ja gesagt, wenn wir den Champ besiegt haben, Freunde, das wäre das Erreichen des der Nuzlocke. Das Ende und ich hoffe, wir schaffen es einfach packen. Also, und ich hoffe, ihr bleibt lange dabei, Freunde. Also was heißt lange? Ihr seid jetzt schon ewig dabei, meine tollen Zuschauer. Und es dauert halt nicht mehr lange, bis wir zur Pokémon-Liga kommen. Und ja, ich hoffe, dass wir die besiegen können. Jeden Morgen vorm Frühstück schwimme ich um diese Insel. Boah, krasser Typ. Heftige Kante. Heftig. Freddy, Fred. Hallo, Ducky, ja. Shadow. Ah, wir haben keine Psychokinese mehr, ne? Und Gigasauger haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Scheiße. Nein. Und Panzer ist angeschwächt. Oh, fuck. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich hoffe, es macht jetzt nicht viel Schaden an Panzer. Gesichter, perfekt. Perfekt. Aber Surfer, glaube ich, killt es nicht, ne? Regentanz bis Konter Surfer. Surfer, komm. Killt es vielleicht? Ich hoffe, es killt. Jawohl. Panzer, du bist der Beste. So, jetzt kommt wahrscheinlich Machschock. Und jetzt müssen wir drin bleiben. Ja, jetzt können wir nicht mehr raus. Oder? Doch, wir können eigentlich theoretisch raus. In Natsu. Shadow Prot. Nee, wir bleiben drin. Ein Angriff tankt Panzer und ich hoffe, dass wir schneller sind und dann. Ich hoffe, es tankt wirklich einen Angriff, sonst haben wir ein Riesenproblem. Surfer wird hoffentlich über die Hälfte machen. Geowurf, ja, perfekt. Glaube ich, 38 KP jetzt. Sprich, 49, ja. Und tschüss. Jetzt würde ich sagen, fliegen wir kurz zurück zum Pokémon Center und heilen uns und dann geht's weiter. So. Spiele sie Schwarzbord, Freddy. Oder gibt's hier irgendwo, wo wir uns, irgendwas, was, wo wir uns heilen können, Freunde? Hier vielleicht drin? Entfache das Feuer in dir. Glutherme, Freunde. Ich glaube, hier können wir unseren neuen Encounter fangen, wenn es hier Pokémon gibt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir uns auch hier heilen. Ich glaube sogar, hier können wir uns heilen. Das wäre super. Aber Encounter gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Sieh in mein Gesicht. Siehst du, wie glatt meine Haut ist? Das Wasser vom Thermalbad hält meine Haut so jung und straff. Nee, sieht voll alt aus. Verschrumpelte alte Kiste. Jawohl! Oder? Jawohl, perfekt, Freunde. Sauber. Gibt es hier irgendwas zu holen?
Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Ich genehmige mir ein... Ich dachte schon, er pinkelt jetzt ins Bad oder sowas. Hier kriegen wir, glaube ich, die VM, oder? Thermalbäder von Vulkanen gehören zusammen. Die Glutherme hier habe ich vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt. Krass, heftig. Form 6, Zertrümmer. Perfekt, Freunde. Müssen wir die VM... Wir können Killer die VM jetzt nicht erlernen. Nur zur Info, weil Killer ist eigentlich tot. Ich möchte aber kein anderes Pokémon die VM erlernen. Ich hoffe, dass wir die VM jetzt nicht gleich irgendwie noch brauchen. Sonst muss ich mal gucken, was ich mache. Nee, gibt es anscheinend keinen Encounter, sonst hätten wir hier irgendwas fangen können. Gut, weiter geht's. Müssen wir zum Glück nicht zurückfliegen. So. Hallo, könntest du mir beim Training aushelfen? Klar, ich vernichte dich kurz und dann geht's weiter. Menki und Razav. Wollen wir gegen Menki drin bleiben? Ja, wir wollen gegen Menki drin bleiben, oder Freunde? Weil es killt einfach Level 25, 12 Level drunter, Freunde. Einfach Darky. Es ist einfach Darky. Razav. Gegen Razav bleiben wir auch drin. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Nee. Wir bleiben nicht drin. Da habe ich viel zu sehr Angst vor. Wir gehen in Shadow is safe. Also wenn jetzt irgendeine starke Kampfvergeltung oder sowas kommen würde und erst hätte Geowurf. Ah fuck, wir hätten doch drin bleiben können. Also in Zukunft wissen wir, Freunde, gegen Razav, Menki und Mashok auch wahrscheinlich bleiben. Macholo bleiben wir drin. Psycholese reicht, perfekt. Perfekt. So. Mühlenmädel, ja. Frisch gemalt aus der Mühle, Alter. So. Das Wasser ist tieflau. Möchtest du Surfer einsetzen? Kommen wir jetzt zu einer neuen Route? Nee, ne? Oder ist das hier alles die gleiche Route? Hallo! Von hier kann man den Glutberg in den Himmel ragen sehen. Okay, Zelos. Du kannst gut lesen. Starmie. Okay. Da können wir aber safe in Proto gehen, Freunde. Ganz safe. Psycho-Attacken und... Ne, Wasserattacken resisten wir nicht, ne? Also so ganz safe können wir auch nicht in Proto gehen, aber... Turbodreher, willst du uns verarschen? Die Funktion reicht. Fick dich! Ich hasse so Attacken, Freunde. Kommt durch. Ja, Funkschwung bitte reich. Yes! Yes! Und dann erreicht, glaube ich, Proto-Level. Boah, der 845. Nee, erreicht es nicht. Perfekt. Danke. Du auch nicht. Scheiß Kung-Fu-Strahl, Alter. Das Wetter ist wunderbar. Perfekt für einen Kampf. Jetzt kommt. Wer irgendwie fünfmal Carpador oder so ein Scheiß. Oder Goldini, Seemon. Oh, Seemon ist cool, will ich auch haben, Freunde. Da müssen wir rauswechseln, sonst bleibt nichts anderes übrig. Wasserattacke killt uns. Wir gehen wieder in Proto. Nicht gedacht, dass Proto unser stärkstes Pokémon sein wird. Vor allen Dingen unser, ja. In manchen Situationen einfach unsere Wind Condition. Vor allen Dingen wegen Elektro-Typ. Oh. Naja, jetzt habe ich mich verklickt. Okay, scheiß drauf. Greifen eh zuerst an, Silberblick macht uns nichts und tschüss, Seemon. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Seemon oder sowas, keine Ahnung. Das kann ich mir nicht, oder ein Seepair, aber Seepair würde dann davor kommen. Zack, hier reicht Level 26, 3 und 3, das ist richtig nice. Und Level 44 Proto. Triplette, Freunde. Triplette ist ja eine Normalattacke, sprich... Feuert drei Arten von Strahlen ab, eventuell Paralyse. Das ist halt eventuell die Paralyse, Verbrennung und Frost. Das ist halt richtig geil. Ich glaube, wir Ultraschall tun wir weg und Triplett ist dann, glaube ich, etwas nützlicher. Vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel eine Statusveränderung brauchen. Uns bleibt einfach keine andere Wahl. Wir gehen auf Triplett und hoffen einfach auf die Statusveränderung. So. Wir gehen wieder zurück, Darky, und dann wieder in Proto. Und jetzt wieder zurück, ja, in Proto.
So, da oben gibt's Lavados, Freunde. Das wisst ihr, aber ich habe ja schon mal sowas zu den legendären Flug-Pokémon gesagt. Und zwar, dass wir erst eins fangen. Eins werden wir vor der Pokémon-Liga fangen, was wir ins Team nehmen. Und ihr dürft dann entscheiden, wenn wir soweit sind, also wenn wir die Siegestraße durchquert haben, werde ich euch fragen. Ihr schreibt es dann in die Kommentare, welches Flug-Pokémon ihr haben wollt. Das fangen wir dann und dann werden wir es ins Team nehmen für die Pokémon-Liga. So. Aber das halt erst alles nach der Siegestraße, also jetzt noch nicht, Freunde. Wir haben schon 25 Minuten. Bitte, bitte, kein Karpador. Lass bitte ein Gyarados oder sowas sein. Nein, 5 Pokémon. Freunde, hier speed ich ein bisschen. Seid mir nicht böse, aber... Oh, vor allen Dingen, wartet. Erst auf Furienschlag, auf Funkensprung kommen. Und dann werde ich speeden. Hier bringt es auch nichts rauszuwechseln. Es ist einfach, kostet einfach Zeit. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Trainer gar nicht angefragt, aber ja. Proto killt einfach alles, was es sieht, ne? Gold King wechseln wir raus. Ich hätte es gerade fast übersehen. Und dann wechseln wir wieder in Proto. Weil Gold King gibt echt ein paar mehr Erfahrungspunkte als Goldini natürlich. Super Schall. Und es trifft auch noch. Ich hasse dich. Aber Funk schon killt es. Komm, Proto, wir vertrauen alle auf dich. Wir vertrauen jetzt alle auf dich. Und es trifft einfach nicht. Süß, 2 KP. Triff bitte. Komm durch. Proto, komm durch. Perfekt. Funksprung, das reicht. Das reicht. Hoffe, die Verwirrung ist auch jetzt weg. Oder es kommt noch ein Golking. Dann wächst man da raus. Golking, ja, okay. Dann wächst man wieder raus. Ich glaube, 600 irgendwas Erfahrungspunkte gab es. Also perfekt für Ducky. Verwirrung ist überhaupt für mich, kommt jetzt wieder kein Superschall. Komm, lass einen Dreschfegel, eine Wasserattacke oder irgendwas anderes kommen, aber kein Superschall. Es geht daneben. Es geht daneben. Ein Glück hier. Tschüss, Golking. Perfekt, Level 27. Reicht aber leider nichts. Golking, komm, wir bleiben drin. Fuck drauf. Ne, so Trainer nerven einfach nur mit 5 oder 6 Pokémon, Freunde. Dann wird halt Proto gleich Level 45. Viel zu heftig. Aber ich glaube, gleich werde ich auch den Part beenden. Sind da schon 28 Minuten. Und ja, ich denke mal, dass ich hier den... Gibt es hier noch irgendwas? Hier geht es nur zu Lavados, oder? Glutberg. Aber hier können wir, glaube ich... Gut, Weg... Hier können wir, glaube ich, einen neuen Encounter gleich fangen. Aber wir haben Stärke und so gar nicht, weil... Warte mal, hier können wir, glaube ich, Explosion bekommen. Explosion oder Finale oder sowas war das. Eine Explosion, perfekt. Kann das ein Pokémon... Ah, nee, warum wollen wir... Shadow, nee, wir wollen... Wozu Explosion? Das ist Selbstmord. Team Rocket-Mitglieder? Stimmt, hier war irgendwie... Hier war ein Eingang, oder? Und hier oben gibt es nur noch Lavados. Nee, Stärke ist... Ja. Ja, Nidoking kann zwar Stärke. Okay, es, Stärke könnte es halt immer noch einsetzen, wenn es. Wenn es tot wäre. Und deswegen können wir halt Stärke einsetzen. Ich würde aber sagen, Freunde, hier an der Stelle beende ich den Part. Im nächsten Part werden wir dann einen neuen Encounter fangen und dann direkt auf Island 2. Fahren, fliegen, irgendwas, ne? Und dann direkt auf Island 2 gehen und auf Island 3. Und dann werden wir die beiden Island noch erkunden. Und dann würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part und ciao.